Versorgung und Forschung zusammenzubringen. Das ist genau die Stärke von Universitätskliniken. Und deswegen ist natürlich gerade so ein Projekt wie Compass eben entsprechend wichtig. Dass 9 Unikliniker zusammenarbeiten und das dann eben einem ganzen Netzwerk als Open Source zur Verfügung stellen, das ist, glaube ich, etwas, was in der Form nicht so oft vorkommt. Covid-19 wird irgendwann hoffentlich weggehen, die Digitalisierung nicht.